Ja, hallo, jetzt mal wieder der Sebastian von der Munich Guitar Company und Strumming auf kleinen Gitarren funktioniert manchmal richtig gut. Wir haben hier eine ganz tolle Huss & Dalton Doppel-Null SP Custom Shop. Die ist komplett aus Mahagoni und nicht irgendeinem Mahagoni, sondern einem sogenannten Sinker-Mahagoni. Das heißt, das Holz lag tatsächlich im Wasser, hat deswegen eine besonders dunkle, kräftige Färbung und ich finde auch irgendwie einen echt schönen, warmen Klang, was man jetzt nicht so gewöhnt ist von Mahagoni-Gitarren. Ist, dass sie auch wirklich aufmacht in den Höhen. Also klar, gepaart mit dem Hochglanzlack wird das Ganze sowieso etwas transparenter, aber das Instrument hat wirklich schöne, klare, definierte Höhen, was ihr auch nachher noch hören werdet. Ansonsten federleicht, deutlich unter 2 Kilo, angenehm, schlanker Hals, 43 mm, schönes V-Profil, aber nicht zu spitz natürlich. Tolle Waverly-Mechaniken an der offenen Kopfplatte. Und Steg, Griffbrett aus Ebenholz, ganz klassisch mit den netten Snowflake-Inlays hier gepaart. Und die Gitarre könnt ihr hier im Laden jederzeit ausprobieren. Und freue mich natürlich, wenn ihr mal vorbeischaut.